Moin Moin Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die TMFL, um die Trackmania Formula League. Ich fahre zusammen mit Heidi Cat in einem Team. Wir haben uns Bonk and Honk genannt, denn ich glaube, das passt zu uns sehr gut. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Auf geht's! Was das natürlich alles ist und wie das funktioniert, das möchte ich euch jetzt mit Heidi Cat zusammen erklären. Viel Spaß beim Video. Trackmania Formula League. Wir wollen es euch mal ein bisschen vorstellen hier in Zusammenarbeit mit Heidi. Wir haben uns angemeldet, wir sind in einem Team, das werden wir euch gleich zeigen. Also was ist die Trackmania Formula League? Es ist eine Saison über 10 Strecken, jeden Sonntag 16 Uhr hier live. Werdet ihr meine Sicht kriegen und wahrscheinlich auch die von Heidi Cat. Wir fahren praktisch Rennen, je nachdem, ja, in welcher Liga wir sind. Das Ganze entscheidet sich jetzt im Prolog für die Season 2. Wir haben jetzt noch bis Dienstag Zeit, unsere schnellsten 7 Runden am Stück zu fahren. Das wird dann gewertet und je nachdem, was wir da für eine Runde hinknallen, werden wir in Ligen eingereiht. Deswegen kann es sein, dass wir in einer Division fahren oder auch in unterschiedlichen. Ich gehe mal davon aus, dass ich ein bisschen langsamer bin als Heidi, aber das werden wir ja dann sehen. Ansonsten ist das hier praktisch eine Liga. Also wie gesagt, wir haben 10 Races. Von Februar, 21. Februar bis zum 2. Mai. Gehen wir mal auf unser Team. So, und im Team seht ihr einmal den Heidi Cat, der hier mit der unterösterreichischer Flagge fährt. Ja, meiner einer, der hat noch keine Zeit auf dem Server gefahren. Das wollen wir jetzt mit euch hier live machen. Deswegen habe ich hier noch ja, das Standardauto und keine Flagge. Wie haben wir uns genannt? Der Heidi hat hier eine richtig geile Aktion gebracht und hat einen Namen rausgehauen. Bonk and Honk. Habe ich mir sagen lassen von ihm, dass das ein bisschen ein Ding hier in der Community ist. Dementsprechend, geiler Name, finde ich. Cooles Team. Vielleicht ja, mag ja von euch einer irgendeinen Banner oder ein Logo dafür entwerfen. Das wäre natürlich lustig. Ansonsten, ja klar, gibt es noch das eigene Profil, aber da passiert auch nicht viel anderes. Und ich würde sagen, wir machen gar nicht so lange. Lass uns mal zusammen auf Quali 2, ne? Oder? Oh, holy Quackamon. Ja, also es ist schon, sag ich mal, man muss sich mal an die Strecke gewöhnen zu fahren. Okay. Aber ich glaube mit der Zeit merkt man schon, wie man manche Sachen nehmen kann, oh, die vielleicht nicht ganz so klassisch Trackmania sind. Aha, da haben wir schon den ersten Bonk. Ja, das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Das Krasse ist, wir haben hier ja auch direkt ein bisschen Benzin, ne, mit drin und Reifen. Das darf man nicht vergessen. Und so, ich habe jetzt mal kurz stehen bleiben müssen, um die Wurst abzuschalten. Okay. Also Weltrekord wird das schon mal keiner mehr, glaube ich. Ja, okay. Wow, Alter, da geht's aber gute Schikanen rein, ey. Oh, lol. Ja, noch ein Bonk. Aber die Strecke sieht nice aus. Also ich finde, also das, die Designs finde ich geil. Das stimmt, ja. Was man auch noch gleich sagen kann, ist, wir haben in dem Qualifying-Format jetzt quasi einen Boxenstopp, den wir machen müssen. Ja. Schon allein deswegen, weil es von den Reifen und vom Tank her sich sonst nicht anders ausgehen würde. Ah, aber ich hab's so langsam drin, wie man die Schikane fährt, ja, im Tunnel. Also die 7 Runden, die stempel ich mal ab als Warm-up. Ja, dito. So, ja, dann wäre das unsere erste Zeit mal, würde ich sagen, oder? So, zack, was haben wir denn? So, jetzt geht das Warm-up, glaube ich, wieder los und dann weiter. Wir grinden jetzt so ein bisschen, würde ich sagen, oder? Wir pushen mal die Strecke so ein bisschen. So, Gönnung. Bist du schon im Ziel? Ich bin auf der Zielgeraden im Moment. Okay, schade, dann habe ich dich nicht geholt. Aber ich bin mal näher. Also ich habe im Moment 8.008. So, also was habe ich jetzt? Meine persönliche Beste? Na, schauen wir gleich.
schauen wir mal. Ah, okay, du bist 2,1 Sekunden warst du vor mir. Also waren keine guten Zeiten auf jeden Fall. Das muss noch eine geile Rundenzeit jetzt. Das war schön genommen. Nummer 59. Das ist meine persönlich schnellste Runde. Unter einer Minute krank. Mann. 7,38 war meine beste Zeit. What? Die letzte Runde war. Nein! Sehr konservativ gefahren. Oh oh. Hört sich nicht gut an. Ja, ich bin voll dagegen gescheppert. Oh, das war actually richtig nice gefahren. 1,1 schneller. Oh, und actually gut durch die Schikane gekommen. So. Ich bin Achter. Ich bin Vierter. Krank. Oh, das war richtig geil gefahren, der Sektor. Yo, Digga, come on. Jetzt noch geil die Schikane. Nice. Nice. Ich bin hyped, Freunde. Das war richtig knapp. Eine Runde noch. 2 Sekunden steht hier. Persönliche Bestzeit gefahren. Also so weit war ich noch nie, wo einer gewonnen hatte. Trotzdem Dritter. Nice, Freunde, nice. 58,8. Scheiße, Pippi durch die Schikane versaut nochmal, aber das war eine geile Zeit jetzt. Das war also unsere kleine Runde zum Prolog in der TMFL. Ich hoffe, euch hat das so ein bisschen gefallen. Ich möchte euch noch aber hier ein bisschen was zeigen. Wir gehen mal kurz auf die Website der TMFL. Und hier seht ihr, wo es uns dann am Ende hinverschlagen hat im Prolog. Und zwar mich auf Platz 320. Ich bin nochmal knapp 2-3 Sekunden schneller gefahren. Habe eine 7:21.9 hinbekommen. Bin damit in Division 7 gelandet. Scrappy hat die ganze Sache gewonnen. Ich denke, man kennt ihn auch in der Trackmania-Szene. Und natürlich möchte ich euch Hadicat nicht vorenthalten. Der ist in Division 6 gelandet. So, guck mal hier. Hier haben wir den Hadicat, der unter dem Namen Blackcat fährt. Mit der 7,18,1. Der Dude war richtig krank unterwegs auf jeden Fall. Aber das war schon recht lustig. War spaßig. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne mal ein Abo da oder auch ein Like. Schreibt doch mal drunter, wie ihr die TMFL findet. Denn ich finde sie eigentlich richtig geil. Oder denkt ihr, das hat nicht mehr viel mit Trackmania zu tun? Natürlich jeder, wie er mag. Aber ich würde mich natürlich freuen, euch live bei mir auf Twitch begrüßen zu dürfen. Oder aber auch hier auf YouTube wieder. Freunde, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao. Jetzt noch geil die Schikane. Nice. Nice. Ich bin hyped, Freunde. Das war richtig knapp.